Gut siehst du aus. Wie ein Eskimo am Nil. Hast du wieder eine Gleditschir gefunden? Nee. Ich suche deinen Rat. Ich habe nicht mehr viel Zeit als Untersuchungsführer. Jeder hat mal eine Niederlage. So etwas kommt vor. Sagte der Storch zum Frosch. Hey, Paula, hast du Ausgang? Bring mir einen Hals, will sehen, wie mir eine Fliege steht. Entschuldige bitte, aber in dieser Gesellschaft fällst du sogar etwas ab. Was? Das kann ja wohl nicht sein, ne? Also, ich hab da eine Idee. Ja, sozusagen mein letzter Versuch. Allerdings weiß ich nicht, wie unser Chef darauf reagieren wird. Und da dachte ich... Du testest die Sache erstmal an mir. Naja, so kannst du es auch sehen. Ich denke, wir sollten dem Täter das Gefühl eines kleinen Sieges geben. Also, wir geben doch noch die Annonce in der BZA auf. Mit seinem Text, eingerahmt und unübersehbar. Und wir bereiten einen Telefonanschluss vor. Ja, warum hat er angerufen? Er könnte uns seine Macht beweisen wollen. Er könnte mit jemandem reden wollen, unerkannt und ungefährdet. Mit jemandem, der seine, na sagen wir, Leistung kennt und anerkennt. Aber was ich verhindern will, das ist, dass er seine Überlegenheit durch eine neue Tat beweist. Und das halte ich mittlerweile für nicht mehr so ausgeschlossen. Geh zu Peter und trag's ihm vor.